Guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Heute haben wir den 29.04.2024 und lese gerade, dass in Hamburg 1000 Islamisten hier wohl demonstriert haben und haben wohl in Deutschland für ein Kalifat hier das kundgetan. Die fordern hier ein Kalifat in Deutschland, und wenn das so weitergeht, es waren jetzt nur 1000 und bald werden es vielleicht 10.000 oder 100.000 sein. Ne? Also hier entwickelt sich meiner Meinung nach was ganz Gefährliches, gerade für uns Christen, für unser Abendland, für unsere Kultur, für unser ja, Zusammenleben. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben. Und wie ihr ja wisst, bin ich ja gerade auch hier ein bisschen hier in der Bibel unterwegs. Was ja, ich halt mal hoch. Und wenn man das vergleicht, was hier in der Bibel steht und mit der heutigen Zeit hinübernimmt, haben sich die Probleme überhaupt nicht geändert. Die gleichen Probleme, hier Juden oder die 12 Stämme von Israel, wenn man daran glaubt, man muss ja daran glauben, was hier in der Bibel steht, sonst macht das eh keinen Sinn, sonst sind wir eh schon abgefallen. Es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Schöpfer, und man muss hier ganz klar sehen, Jesus gleich Gott. Gott ist ist runter in seinen Sohn Jesus Gestalt, und er hatte die gleiche Macht wie Gott. Schaut, was er, wenn man daran glaubt, er hat Tote zum Leben erweckt, Blinde geheilt, jede Krankheit hat er geheilt, hat den bösen Geist ausgetrieben in Menschen, und er wusste genau, was die Pharisäer und die Priester im Tempel gedacht haben, und er hatte immer die richtige Antwort parat, ja? Und hat seine 12 Jünger ausgesucht. Das waren ja die Ärmsten der Ärmsten. Das waren ja keine Soldaten. Das waren ja einfache Fischer, Schäfer, Handwerker, die ganz einfachen Berufe, die es damals so gab. Das war ja ein ganz einfaches Leben, ein armes Leben. Heute sind wir ja alle reich, haben Auto, haben Handy, haben Computer. Die Technik ist weitergegangen. Wenn wir mal schauen, wie hat Jesus, in welcher Zeit ist er hineingeboren worden? Da waren die Römer Heiden, die Griechen waren aus christlicher Sicht auch Heiden. Die hatten alle ihre eigenen Götter gehabt, die Ägypter, die Babyloner, die Mesopotamier und wie die Perser, alle hatten ihre eigenen Götter gehabt. Wo sind die ganzen Götter heute? Diese ganze Macht ist ja zusammengefallen im Laufe der 2000 Jahre. Die Bibel ist ja erst 1600 Jahre alt. Die ist ja viel später geschrieben worden oder übersetzt worden aus dem Griechischen, aus dem Hebräischen. Hat ja hier, wie hieß er, Hieronymus, da glaube ich hier, die Bibel übersetzt ins Lateinische, soviel ich weiß, oder, ja, ne? Und dann nachher Luther ins Deutsche. Ich kann mich jetzt irren. Ich bin ja kein Bibelexperte. Ich bin doch hier nicht hier kirchlich jetzt hier streng gläubig, also auch abgefallen vom Glauben, auch ein Sünder, wie wir alle Menschen sind. Ich glaube, kein Mensch von uns ist ohne Sünde. Das weiß Jesus ja auch. Aber wenn wir, weil wir so leben, wir meinen, wir brauchen Gott nicht. Das sah ja hier mal nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren die Deutschen ja viel gläubig. Vielleicht brauchen wir wieder so eine Katastrophe. Vielleicht brauchen wir ja einen Dritten Weltkrieg, damit wir wieder zurück zu Gott finden. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, wenn man Einstein glauben sollte, er ist ja mal gefragt worden, Einstein, wie würde der Dritte Weltkrieg aussehen? Was war die Antwort von Einstein? Er hat gesagt, das weiß ich nicht. Wie das Tier, wie die, ob die Welt das überhaupt überleben möchte, würde. Er hat aber gesagt, der vierte Weltkrieg fängt mit Steinen und Knüppeln wieder an. Das heißt, das wird alles hier zerfallen, und das muss man ganz klar so sehen. Ja, deswegen bin ich hier auch absoluter Laie, und ich habe hier so einen Brief von Paulus, das ist ja jetzt hier schon Neues Testament. Also wer da hier die Bibel überhaupt nicht kennt, fangt mit dem Neuen Testament mal an, wenn ihr das möchtet. Und ihr müsst aber alles, was da drin steht, 100% glauben.
an die Wiederkehr, Offenbarung des Johannes, kommt Gott in großer Herrlichkeit wieder. Der kommt nicht als kleines Kind in einer Krippe geboren. Es ist uns als König geboren, wo die drei Weisen denn da ein König in einer Strohkrippe finden. Das ist halt von König. Ein König ist ja immer Reich, Palast, siehe England, siehe hier Frankreich, siehe Spanien, wo der König, Frankreich hat ja gar keinen König mehr, ne? Belgien, Spanien, die Königshäuser, mit welchem Prunk die da geboren werden, ja? Monaco, Entschuldigung. Marokko haben den König, kann sein, ich glaube auch, ja. Ja, wo soll ich, wie gesagt, hier die Probleme, die wir heute in der Welt haben, dieses ganz moderne Leben, die gleichen Probleme hatten die auch im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Und wenn man mal sieht, dass die Bibel, das Christentum fast 2000 Jahre überlebt hat, alle anderen sind alle bekehrt worden, viele haben sich dem Christentum angeschlossen. Das muss man sich mal klar bewusst werden. Jetzt ist natürlich die Frage, ne, die Römer, die haben ja vorher Christus verfolgt, die haben die Christen verfolgt in Rom, Kaiser Nero und wie die alle hießen. Und habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, der Einzige, der nachher zum christlichen Glauben hinübergekommen ist Konstantin. Weil er seine Schlacht gewonnen hat und hat irgendwie ein Engel, irgendwie ist ihm erschienen, der war auch vielleicht auch gläubig und durch diese Erscheinung von Gott mit dem Christentum, vielleicht hat er auch ein bisschen die Bibel da gelesen, aber war die da schon übersetzt, keine Ahnung, oder hat zumindest von den Christen gehört. Und man hat ja früher alles überliefert, niedergeschrieben in so Schriftrollen, aber mehr waren das ja die Prediger, das waren ja die damaligen Zeitungen. Das damalige Radio, wenn man das mal alles, da habe ich ja kein Radio oder Fernsehen oder ein Handy, die haben ja ganz einfach gelebt. Da sind die ja gewandert und wo der Paulus war, glaube ich, hier in Griechenland, Athen, und die ganzen Griechen haben da an ihre Götter, an Zeus, Apollo, Hermes und wie sie alle hießen, haben die doch geglaubt. Und da kommt da einer an in die Stadt hinein und erzählt dann von Jesus, von Gott. Was haben die gedacht? Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Was erzählt er denn da? Steinigt den, der hat er die Götter gelästert? Wie fängt man das Thema an? Das sind ja dann hier so Briefe an Epheser oder die einzelnen, oder an die Korinther oder an die Römer, die einzelnen Briefe, das sind ja dann deren Reden. Die hat dann jemand niedergeschrieben. Und jetzt bin ich hier bei der Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus ist, glaube ich, hier, das ist jetzt hier Türkei, ne? So viel ich jetzt weiß. Es gibt so eine alte Landkarte, können wir ja mal googeln hier. Und da habe ich gefunden bei Epheser, ja, kann man ja alles hier lesen, in Kapitel 4, Satz 17, ist irgendwie in so ein Sätzen eingeteilt, da habe ich die Überschrift, das neue Leben der Christen. Also nochmal, das neue Leben der Christen. Die haben sich ja gerade erstmal entwickelt, oder hat Paulus schon gesehen, was hier passieren muss, oder ist das diese, weil er möchte ja die Griechen oder da, die da gelebt haben, die Gemeinde, in der Stadt, er möchte die ja zu Christen, also ach, sind das die neuen Christen? Ah ja, jetzt verstehe ich das, okay. Ne? Müsst ihr mal lesen, ich weiß nicht, ich lese jetzt mal alles vor, also hochinteressant dieser Abschnitt, also meiner Meinung nach, und das müsst ihr dann mal kopieren auf unsere heutige Zeit, weil viele treten ja aus der Kirche aus, viele glauben nicht mehr an Jesus, an Gott, mit der Bibel haben viele nichts mehr zu tun, wir leben alle ohne dem christlichen Glauben, ohne das christliche Denken. Und deswegen haben wir auch das ganze Leid. Weil viele fragen sich ja, warum lässt Gott dieses ganze Leid zu, die ganzen Unglücke, die ganzen Kriege und, weil wir Menschen freien Willen haben. Wir wissen ja, was gut und böse ist.
und Hitler, Stalin, diese ganzen Napoleon auch und die ganzen Könige, Kaiser, die haben ja Kriege, das ist ja alles nur Machterhalt. Krieg wegen Gold, Krieg wegen Diamanten, Krieg wegen Lebensmittel, Krieg wegen Erdöl und Erdgas, also bis in die heutige Zeit. Wir leben auf Kosten von Afrika, damit wir hier unsere Handys haben, damit wir die hier billig kaufen können. Und deswegen, weil die da unten geboren sind und eine große Hungersnot oder wir da alles ausbeuten, die haben, oder wenn wir hier Gas in Nigeria bestellen statt in Russland und da kommen die ganzen Menschen, die müssen dann diese schlechte Luft oder das LNG-Gas hier in Texas, die Menschen, die da leben, haben alle Leukämie. Ne? Das habe ich auch mal so ein Videofilm, da gab es einen guten Beitrag im zweiten. Das sind die modernen Probleme und wenn man dann die alten Probleme, die Apostel, Jesus, das Alte Testament, da kommt Gott strafend vor. Der Gott ist nicht immer gut. Er ist auch sehr ungerecht, sehr brutal. Habe ich auch schon mal in Ihrem Video gesagt. Und der lässt dann auch Unschuldige sterben mit den Sündern. Nehmen wir mal die Sintflut, wenn wir daran glauben, Arche Noah. Hat ja über die Menschen eine Sintflut kommen lassen, weil die ja nicht mehr an Gott geglaubt haben. Hat dann nur Noah und seine Familie und jedes Tier als Paar in die Arche. Und da sind ja auch gute Menschen gestorben. Die Gutmenschen sind alle gestorben bei der Sintflut. Und so lässt der Gott auch hier in Ägypten 7 Jahre Hungersnöte, 7 Jahre eine Plage, 7 Jahre eine Dürre. Stellt euch mal heute in der heutigen Zeit vor, wo ihr alle vorwarnen. Wir haben jetzt hier 7 Jahre kein Regen mehr und hier wird es 7 Jahre nur die Sonne scheiden. Was denn hier für eine Katastrophe hier in Deutschland immer oder hier in Europa passieren würde. Das kommt alles von Gott. Die ganzen, das muss ja einer hier lenken. Einer hier, viele glauben ja an Höhere. Es gibt auf jeden Fall etwas Höheres. Sonst macht das hier alles überhaupt keinen Sinn. Und da ist die Frage, glauben wir an einem Leben nach dem Tod? Das muss man sich ja echt die Sinnfrage, warum sind wir Menschen für 100 Jahre hier auf der Welt? Was ist der Sinn, warum ich hier geboren bin? Und viele laufen ja hier sinnlos rum, sehen keinen Sinn in ihren Tätigkeiten, in den Aufgaben. Und ich denke mal, da gibt es auch eine Antwort hier in der Bibel, aber das wird jetzt alles hier zu weit führen. Da muss ich mich ja selber erstmal einarbeiten. Ich bin ja gerade mal jetzt seit 2 Wochen hier, so wie ich Zeit habe, stückchenweise hier mal zu lesen. Und das müsste man hier auch in der Kirche vielleicht anbieten, so Bibelstunden, dass man hier kritisch auch die Bibel, weil diese Bibel gibt sehr, sehr viele Fragen auf. Das ist ganz klar. Das muss man alles dann von sehr guten Gelehrten dann beantwortet bekommen. Das sind so viele Fragen, so viele Zweifel und die Antwort steht aber in einem Satz hier teilweise drin. So wie ich das jetzt hier verstehe. Ne? Also man muss das denn hier immer von damals die zeitliche Einordnung, die geschichtliche Einordnung, wie haben die Apostel gelebt, wie ist Jesus geboren worden, in welcher Zeit, die Römer waren Heiden, die aus Sicht der Christen, die Griechen waren Heiden, die Ägypter, die Babyloner, die Perser, die Hethiter und wie sie, die großen mächtigen Stämme von damals, das ist ja heute Iran, Irak, Saudi-Arabien, Syrien, Israel, so ein altes Volk, wo heute mit dem Palästina da so ein, da muss sofort Frieden. Warum lässt der Gott sowas zu? Gerade aus dem Volk Israel, dass hier so mit den Menschen, die, das sind ja Unschuldige, die da jetzt im Gazastreifen sterben. Da müssen wir uns doch ehrlich machen. So schlimm das auch war, bin ich ja bei Israel mit diesem Attentat hier, wo 100, 400 Menschen bestialisch, da ist ja, das gab es aber auch schon immer in der Geschichte von Israel mit der Vertreibung um das Land. Aber das steht aber auch hier schon in der Bibel drin. König Salomon und hier mit David gegen Goliath. Das waren ja richtige große Kriegsherren. Oder Alexander der Große, der ist ja auch da, hat das verbreitet und immer mit Kriege. Die Kreuzritter, die später kamen. Was haben die da alles kaputtgeschlagen? Mit Saladin, Schlacht um Jerusalem, dann auch wieder weg. Ne? Das muss man alles mal, bis in die heutige Zeit haben wir im Heiligen Land
da ist nie Frieden eingekehrt. Und nochmal, wenn ich, also ich bin davon überzeugt, dass Gott Jesus war. Ne? Dass Gott in Jesus Gestalt oder dass Jesus mächtiger war. Es wäre für ihn eine Leichtigkeit gewesen, hier von diesem Urteil, von der Kreuzigung, der hatte so viel Macht, der hätte die alle auch sterben lassen können. Wer Tote zum Leben erwecken kann, der kann noch Lebende sofort umbringen. Der hätte da eine Katastrophe in Jerusalem oder da, wo er verurteilt worden ist. Aber er musste es ja. Er musste ja gekreuzigt werden. Das war ja alles vorgegeben. Er musste sterben. Wir mussten das sehen und nach 3 Tagen auferstehen, damit wir Menschen, wir Christen, wenn wir daran glauben, erlöst werden von unseren Sünden, damit wir Jesus Leben nachfolgen. Die ganzen Reichtümer, die wir hier uns aneignen, die nehmen wir alle nicht mit. Wir müssen gute Tuten für unsere Nachbarn, für die Ärmsten, die schlechter dran sind, für unsere Nachbarn da helfen, ist schon schwer genug, unseren Nachbarn oder der Hilfe braucht. Das ist dann, was dann oben aufs Guthabenkonto im Paradies, im Himmel, dann ne, angerechnet wird. Weil der jüngste Tag, das jüngste Gericht, Offenbarung des Johannes, wenn man daran glaubt, dann kommt ja Gott in großer Herrlichkeit, da kommt Jesus zurück, nicht als armes Kind in der Krippe, sondern als ganz mächtiger, das werden alle Menschen mitbekommen, alle. Alle 8 Milliarden Menschen werden das mitbekommen, auch die Toten werden dann wach werden und dann wird er, und dann kommt das Gericht, dann kommt das jüngste Gericht und dann werden wir nach unseren Sünden und nach unseren Taten werden wir verurteilt. Oder die einen kommen ins Paradies, die anderen in die Hölle. So steht's in der Offenbarung des Johannes. Ne? Aber schließt es nochmal hier, Epheser Kapitel 4, Satz 17. Das neue Leben der Christen. Ne? Also Paulus an die Griechen, nehme ich mal an, Epheser oder Hethiter, ich weiß nicht, wer da gelebt hat genau. Wer das genau weiß, kann ja in die Kommentare reinschreiben. Ich sage das jetzt mal so. Das aber sage ich euch im Auftrag des Herrn mit allem Nachdruck. Also Paulus sagt das an die Gemeinde von Ephesus. Ne? Ihr dürft nicht mehr wie die Heiden leben, die von ihnen verkehrten Denken in die Irre geführt werdet. Weil sie Gott nicht kennen und nicht von ihnen wissen wollen, sind sie blind für die Wahrheit und haben keinen Anteil am Leben, das von Gott kommt. Weil sie keinen Halt mehr haben, überlassen sie sich dem Laster. Sie treiben jede Art von Unzucht und sind von unsättlicher Habgier. Also wie heute, Habgier, 10% der Reichen haben 50% des Weltvermögens, nehmen wir mal die ganze Welt, und 50% der Bevölkerung weltweit leben in bitterster Armut. Und genau so ist das. Und wenn die Oberen nichts abgeben aber das und das nicht einsehen oder sich bekehren und nach den Gesetzen der Bibel leben, ne, dann wird die Erde daran untergehen. Und da sind wir auf dem besten Wege hin. Vielleicht gibt es einen Atomkrieg und dann alles kaputt und wir werden danach, wenn wir überleben, mal gucken, wie weit das Gott hier zulässt. Ne? Ihr wisst, dass sich ein solches Leben mit Christus nicht verträgt. Wie ihr ihn kennengelernt habt. Ihr habt doch alles über ihn gehört und man hat euch darin unterrichtet, die Lehre und das Vorbild Jesu ist euch zuverlässig bezeugt worden. Ihr wisst also, dass ihr nicht so weiterleben könnt, wie ihr früher gelebt habt. Legt den alten Menschen ab, der sich von seinen selbstsüchtigen Wünschen verlocken lässt. Sie sind trügerisch und bringen ihm nur den Tod. Lasst eure Gesinnung vom Geist Gottes erneuern. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der so lebt, wie Gott es haben will. Der Weg dazu ist euch durch das Wort der Wahrheit eröffnet, das nicht trügt. Also das ist denn hier so eine Taufe, Bekehrung von dem Heidentum, was ja nachher auch die Römer, die Griechen sind ja auch dann, glaube ich, belehrt worden. Müsste man jetzt mal geschichtlich nachfolgen, wie schnell sich da das Christentum ausgebreitet hat. Aber wenn wir es heute sehen, sehr streng katholisch alle, ne? Sehr gläubig. Griechenland, der ganze Balkan, Italien, vielleicht noch mehr, gerade die alten Menschen, ne?
sehr, sehr katholisch, ne? Hört also auf zu lügen und betrügen einander nicht, denn wir alle sind die Glieder am Leib Christi. Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet, und versöhnt euch wieder miteinander, bevor die Sonne untergeht. Also auch jetzt hier müssen sich der Westen, NATO, mit Russland auch versöhnen. Palästina und Ägypten, hier Israel, müssen sich auch versöhnen. Das ist der einzige Weg. Einen anderen Weg sehe ich nicht, sonst gehen wir alle hier in Leid und in den Tod, ne? Sonst bekommt der Teufel die Macht über euch. Genau das haben wir zurzeit, ne? Wer von Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Also Elon Musk und Jeff Bezos und die ganzen Reichen, also Geld abgeben für die Armen, ne, die in Afrika, die nicht genug Wasser und nicht genug zu essen haben. Da müssen wir, gilt aber für auch uns, Industrieländer, auch für mich, ne? Wir leben ja eigentlich auch nicht schlecht. Schaut, wie die in Afrika leben. Wir leben auf deren Kosten oder in Südamerika. Ja, das ist vielleicht hier ja nicht so einfach, ne? Das ist das Problem. Lasst kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen in jeder Lage das rechte Wort habt, das ihnen weiterhilft. Beleidigt nicht durch eure Verhalten den Heiligen Geist, den Gott euch gegeben hat, denn er birgt euch dafür, dass Gott zu seiner Zeit eure Rettung vollenden wird. Also dann, wenn Gott wiederkommt, ne? Der wird uns dann alle retten, die an Gott geglaubt haben, ne? Also Jesus, ne? Weg also mit aller Verbitterung, aufbrausen Zorn und jede Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an. Legt jede feindselige Gesinnung ab. Seid freundlich und hilfsbereit zueinander. Und vergebt euren Mitmenschen, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Das schreibt denn ein Paulus, ein ganz einfacher Mensch. Und das sind ja Gottesworte. Das ist ja Pfingsten, ne, wenn wir jetzt feiern. Da ist ja der Heilige Geist, also die Gedanken, und geht in alle Welt und verbreitet das Christentum und lehret in meinem Namen. Und das haben sie gemacht. Die sind ja alle bestialisch verurteilt worden. Ich glaube, Petrus ist ja auch hingerichtet worden, weil er auch dann die Götter von Rom, ich weiß nicht, ob Paulus da in Griechenland auch hingerichtet worden ist. Weiß ich gar nicht, müsste man alles jetzt mal nachforschen, wie die einzelnen Apostel ums Leben gekommen sind. Ich glaube, der Einzige, der normal gestorben ist, ist, glaube ich, Apostel Johannes. Der ist mit der Mutter Maria, hat die begleitet, und ich glaube, der ist dann hier, glaube ich, an einem natürlichen Tod gestorben. Alle anderen sind gesteinigt oder gekreuzigt worden. Das war ja früher hier Gefängnis und verhungert. Das war ja damals die Verurteilung. Entweder Steinigung, wenn man das Gesetz verbrochen hat, und eine Kreuzigung, wenn man, oder umgekehrt, ne, Glauben, eine Steinigung und die Kreuzigung, wenn man das Gesetz gebrochen hat. Ja, dann, ne, oder umgekehrt wäre das genau, was kann das ja mal da reinschreiben. Ne? So, das weiß ich mal. Also man muss die Bibel 100%, ich versuch's, ist schwer, mega schwer. Und da kann man eigentlich gar nicht alles umsetzen. Ja, da muss man wirklich davon überzeugt sein. Aber ich denke mal, das ist nach meiner Empfinden, ist das der einzige Weg, den wir haben, um friedlich hier miteinander auszukommen. Wenn das so weitergeht mit Ausbeutung der Erde, mit Erdöl, Erdgas, Diamanten, seltene Erden, Gold, das gab es damals schon. Oliven war sehr wichtig, Weizen, Lebensmittel, Getreide. Die Menschen müssen alle essen. Schaut mal, Olivenöl kostet jetzt 10 Euro der Liter. Ist schon Wahnsinn, wo das alles hier hingeht. Ne? Okay, das soll's hier von, schaltet euch jetzt um, nochmal in die Berichte hier. Islamisten haben gestern demonstriert in Hamburg, und dann wird ja heute hier die Reichsbürger verurteilt. Da frage ich mich, wo geht hier die größere Gefahr von aus? Ne? Und der Islam gehört nicht zum Christentum, gehört nicht zu Deutschland. Das ist meine Erkenntnis, weil wenn der Islam weiter hier verbreitet wird, dann hier in Schulen
müssen die Mädchen schon konvertieren. Und wenn zwei Mädchen oder zwei deutsche Jungs oder zwei deutsche Mädchen in eine Schule kommen, die alle hier nach dem Koran leben und werden dann beleidigt, bespuckt oder müssen konvertieren, da frage ich mich echt, wohin geht hier unsere Gesellschaft? So, meine Zuschauer, hier seht ihr kurz die Demonstration in Hamburg gestern. 1000 Menschen haben am Samstag in Hamburg gegen eine angeblich islamfeindliche Politik in Deutschland demonstriert. Innenminister Nancy Faeser nannte die Veranstaltung schwer erträglich und warnte die Teilnehmer vor roten Linien. Kalifat ist in Deutschland die Lösung. Dann muss man sich mal fragen, wie versteht sich das hier mit unserem Christentum, mit unserem Glauben, mit unserem abendländlichen Gebräuchen und wenn wir überhaupt noch an was glauben, was ich gerade euch schon gesagt habe, hier aus der Bibel, das ist ja dann hier genau die Gegenseite. Und wenn man hier sieht, hier der Islam ist die neue Weltreligion, dann müsst ihr mal in Einzelstädten reinschauen, wie groß die Moscheen werden, wie klein unsere Kirchen werden, immer weniger und hier, die werden immer mehr. Wenn man dann hier sieht, jetzt 1000, demnächst sind es 10.000 und dann sind es vielleicht 100.000. Nach oben hin will ich mich gar nicht weiter hier rantasten. Was wir hier für eine Entwicklung haben, muss man ganz klar hier so sehen. Und da frage ich mich, wo geht hier die größere Gefahr aus? Hier von den Islamisten oder von unseren angeblichen Rechtsextremen oder hier diesen Reichsbürgern, die alten Leute mit einem Rollstuhl hier tätig sind? Das muss man hier ganz klar mal hier, und dagegen wird nichts gemacht. Und die sind ja schon seit 2011, 12 bekannt, gerade in Hamburg. Ja, wie gesagt, das wird uns noch schwer zum Verhängnis werden, bis die nachher eine eigene Partei haben. Und die kommen ja immer noch zu Zehntausenden hier in Deutschland rein, meistens junge Männer. Und wenn man denn hier sieht, ich habe ja gleich eben auch ein anderes Bild, ich zeige gleich euch nochmal ein paar Bilder. Stadtteil St. Georg protestierten angeblich islamfeindliche Politik. Medienkampagnen, die Anmeldung oder Kundgebung stehen nach Informationen des Hamburger Verfassungsschutzes der Gruppierung Muslim inaktiv, nahe gesichert, extremistisch eingestuft ist. Akbar rufende, Gott ist groß. Hallo Akbar, das habe ich von den Christen noch nie gehört, dass wir irgendwie demonstrieren, aber würden wir uns als Christen in der Türkei oder in Saudi-Arabien oder in deren Ländern, da werden wir direkt geköpft werden, ne? Da werden wir direkt hingerichtet, wie in der Bibel steht, gesteinigt oder gekreuzigt. Ja gut, jetzt wirst du mit der Machete den Kopf abgeschlagen, ne? Wie die teilweise auch schon mit der Machete hier durch unsere Bibliotheken, durch unsere Einkaufszentren, ne? Muss man höllisch aufpassen, wie hoch die bewaffnet sind. Ich will nicht alle verurteilen, da sind ja nicht alle so kriegerisch unterwegs, aber auch hier, sagen wir hier 10%, 20% reicht hier schon, um hier ein Chaos in Deutschland zu veranstalten. Seht, wer da in den Türmen reingeflogen ist, hier in New York, in Amerika, das waren ja auch hier Islamisten. Ich glaube, ein Pilot ist hier in Hamburg, hat hier in Hamburg studiert und dann zack, zack in die Türme rein und haben hier ein nacktes Chaos in Amerika ausgebreitet. Angriff auf die NATO, Bündnisfall ausgerufen und dann standen wir alle mit deutschen Bundeswehrsoldaten in Afghanistan 20 Jahre eigentlich im falschen Land. Macht aber nichts, weil er kam ja aus Algerien. Wollen wir jetzt ja nicht alles hier noch aufrichten, wird das ganze Ding hier noch weiter sprengen, mein Video. Macht euch selber da ein Bild, wie weit das hier geht und 3.500 Menschen, ne? In Schweden, Koranverbrennung, naja. Ach, gegen eine Koranverbrennung in Schweden. Ja gut, also da brodelt es auch in Schweden und in ganz Europa eigentlich, ne? Hier nochmal ganz kurz ein Bild, also meistens junge Männer, ja, die hier stehen, das sind alles Männer. Hier sieht man kaum Frauen, ne? Das hier ist bestimmt, Ölmetz ist auch bestimmt türkischer, weiß ich nicht, auch iranischer, ne? Die halten ja alle zusammen. Und hier gehen dann die Christen, die Deutschen gehen dann so vorbei und schütteln vielleicht nur den Kopf.
wenn es hier keine Polizei wäre, würden die vielleicht direkt angegangen, man weiß es nicht. Aber ich finde das eine sehr gefährliche Entwicklung. Ne? Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Ne? 1.000, wie gesagt, demnächst 10.000, dann 100.000, dann 1 Million. Die kriegst du ja nicht mehr mit ein paar Polizisten hier gebändigt, wie das hier Frau Nancy Faeser sich bedankt hat bei den Polizisten, wenn die nachher in der Minderheit sind. Und die sind ja auch schon von dem muslimischen Glauben sind ja auch sehr viele in der Bundeswehr und auch schon bei der Polizei, ne? Das muss man ja auch noch hier, da ist die Frage, ob hier Polizisten, die eigentlich hier hingehören, dann nachher hier auch die Leute dann bekämpfen werden. Wie loyal sind denn hier, wenn das keine Deutschen mehr sind? Ne? Ihr wisst ja, wie ich das meine. Ne? Werden die gegen die eigenen Landsleute kämpfen? Jo, das soll es hier zu diesem Video gewesen sein. Ne? So, meine lieben Leute, hier habe ich nochmal die hier Reisbürger. Ich habe ja gerade hier gesehen, ne, es werden die drei Verfahren gegen Prinz Royce Gruppe. Jetzt ist die Frage, wer ist gefährlicher? Sind da die Islamisten in Hamburg gefährlicher oder sind hier diese Prinz Royce Gruppe im Rollstuhl, die einen Umstoß von Deutschland geplant haben? Mit was für einem Aufgebot hier gehandhabt wird, ist irgendwo unvorstellbar, ne? Na, in gleich drei Verfahren müssen sich die Mitglieder der Reuss-Gruppe vor Gericht verhandeln. In Stuttgart startet heute der erste Prozess. Ex-Polizist Michael F. aus Hannover steht ab Mitte Mai vor Gericht. Na, da ist die Frage, wer ist hier schlimmer? Der frühere Einbruchsberater, heute Angeklagter. Festnahme, Untersuchungshaft. Ich weiß gar nicht, wie alt die Leute sind. Tja, Ärzte. Alles, ja, genau, also ich weiß gar nicht, wie groß die Gruppe ist, hier 47, mit 47.000 Euro macht man doch keinen Umstoß hier von so einem, das ist für mich alles wild hergeholt, das mag vielleicht so eine kleinere Gruppe sein, aber gut, hier ist auch eine Terrorgruppe, da finde ich vielleicht die Islamisten viel gefährlicher, die wir hier haben, und ja, naja, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Das soll es jetzt hier gewesen sein. Videoweise eine längere Einleitung. Schreibt Kommentare drunter. Sag ich mal danke für eure Aufmerksamkeit.